Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Berlin Lead Box von Capital Bra. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Berlin lebt. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, wir machen das Ganze hier auf der Seite mal auf. Und bevor wir die Folie wegschmeißen, hier hatten wir noch einen FSK 16 Aufkleber, der uns darüber informiert, dass es in dieser Box auch eine DVD bzw. Filmmaterial geben wird. Gut, wir haben hier eine schwarze Box, relativ ungewöhnliches Format, weil die sehr, sehr hoch ist und das Ganze quadratisch. Wir haben hier einmal das Brandenburger Tor, Capital Bra, Berlin lebt, lesen wir hier. Und dann hier in einem roten Mercedes, CLS dürfte das sein, Capital Bra hier am Dach sitzend. Das Ganze hier mit goldenem Rahmen gestaltet. Auf der linken oder auf der unteren Seite lesen wir nichts, das Ganze ist glatt schwarz. Auf der rechten Seite lesen wir Team Kuku und dann haben wir hier noch den Berliner Bär. Oben schwarz, auf der linken Seite auch wieder Team Kuku und Berliner Bär. Und auf der Rückseite hier in so einer glänzenden Schrift, man kann das hier halbwegs sehen, Team Kuku und auch hier wieder Brandenburger Tor, Credits und Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze keine Klappbox, sondern der Deckel ist abnehmbar. Von innen ganz in schwarz gehalten. Und dann haben wir hier einmal als erstes ein Poster, eine Autogrammkarte, einen Schlüsselanhänger und das Album an sich, Berlin lebt. Dann haben wir darunter noch eine Bonus-EP, und zwar die 5 Songs in einer Nacht-EP und die Instrumentals zum Album und eine Bonus-DVD. Das Ganze hier schön in dieser oberen Etage eingerahmt. Gefällt mir von der Gestaltung echt, echt gut. Dann öffnen wir das Ganze und dann kommen wir zum Keller. Also hier der untere Bereich der Box. Und hier haben wir noch ein Feuerzeug und die Kappe. So, das Ganze in schwarz. Wir machen diesen Zwischenboden mal wieder rein. Jawohl. Machen die Box wieder zu. Und dann schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Nachdem hier nichts eingeschweißt ist, nicht mal das Album, nur das Feuerzeug, so, also wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Berlin lebt. Das Ganze ist ein super Jewel-Case. Team Kuku lesen wir hier an der Seite in schwarz und rot. Also von der optischen Gestaltung echt top. Hier lesen wir dann auch nochmal Capital Bra, Berlin lebt. Und dann haben wir hier die Tracklist. Wir haben hier 15 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von King Khalil, UFO361, Casey Rebel, Farid Bang, AK Außer Kontrolle, nochmals King Khalil und Capital T. Und das Ganze dann auch hier wieder mit Credits und Barcode gestaltet. Der gute Mann, auch wenn es sehr ähnlich klingt, aber der ist meines Wissens, wenn ich mich jetzt nicht täusche, vom Balkan. Ich glaube aus Albanien, aber keine Garantie darauf. Aber ist auf jeden Fall kein deutschsprachiger Künstler, soweit ich weiß. Also 15 Tracks und jede Menge hochwertige Features. Dann haben wir hier einmal das Booklet. Capital Bra vor einem Linienbus. Dann hier im Park und auf der Straße. Hier haben wir Fußballtor. Hier mit Alex im Rücken. Dann haben wir die gesamte Tracklist inklusive der Produzenten. Also man sieht es, bis auf zwei Tracks allesamt von den Crates produziert, beziehungsweise nein, drei Tracks. Also wir haben hier einmal BO Beats und dann hier noch Crates mit jemand anderem dabei. Jede Menge Produzentenarbeit, also von den Crates. Dann haben wir hier
einmal Capital Bra auf der Rolltreppe vor einem Gebäude und zum Abschluss nochmal das Brandenburger Tor. Schön gemacht. Die Album-CD in Schwarz und Rot, auch hier wieder Berlin lebt und Brandenburger Tor. Und hier auf der Rückseite sehen wir Capital Bra zumindest im Rückspiegel eines Autos sitzen. Und er dürfte hier gerade Leute über den Zebrastreifen lassen. Team Kuku, Boxhandschuhe am Rückspiegel. Dann haben wir die Instrumentals, die kommen in einer Papphülle, in einem Digisleeve, wie auch schon das normale Cover, allerdings hier in Schwarz und Weiß gehalten und dem Zusatz Instrumentals. Und hier alle 15 Tracks, also keine Skits oder Lückenfüller. 15 Tracks in der Instrumental-Version. So sieht das aus. Dann haben wir eine Bonus-EP, wie auf dem ersten Track, der ausgekoppelt wurde, versprochen. 5 Songs in einer Nacht. Die dürften hier wirklich entstanden sein. Capital Bra, 5 Songs in einer Nacht. Auch alle 5 wieder produziert von den Crates. Und was mir sehr gut gefällt, wir haben hier die 5 Instrumentals auch noch dabei. Hat man eher selten, dass wirklich auch die Bonus-EP mit Instrumentals dabei ist. Sehr schön. Und wir haben hier Features von K.A., Bowser und Yoshimitsu. Also 5 Tracks, gibt es den 15 nochmal oben drauf. Macht insgesamt 20 und das Ganze noch in der Instrumental-Version insgesamt 40 Tracks. Sehr schön. Wie gesagt, Papphülle. Und dann haben wir eine dritte Papphülle. Und zwar haben wir hier die Bonus-DVD. Hier das Cover, allerdings das Brandenburger Tor, in dem Fall in Rot gehalten. Der Bliat Tourblock, also von seinem letzten Album, von seiner letzten Tour. Der Tourblock, der glaube ich in 4 Teilen auf YouTube hochgeladen wurde. Ist natürlich die Frage, ob das jetzt 1:1 dasselbe ist oder ob es hier dann wirklich noch unveröffentlichtes Material gibt. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier noch mehr sehen als nur auf YouTube. Gut, dann haben wir ein Feuerzeug. Berlin lebt, lesen wir hier in goldener Schrift. Schwarz das Ganze. Ein Fake-Feuerzeug, denn wir werden sehen, es brennt nicht, es hat nicht mal einen Zündstein verarbeitet, denn das Ganze ist mehr oder weniger eine Attrappe. Und zwar ist das hier ein Bunkerfeuerzeug. Bedeutet, hier unten kann man den Boden öffnen und dann in diesem kleinen Hohlraum hier entsprechend Sachen reinmachen, die man vielleicht vor anderen Menschen verstecken möchte. Gut, dann haben wir eine Autogrammkarte im Querformat, auch hier wieder das Cover. Hier mit schwarzem Stift Kapi unterschrieben. Und auf der Rückseite haben wir dann die ganzen Tourdaten zur Berlin Lebt Tour, die im November und Dezember 2018 stattfindet. Jawohl, der gute Mann kommt auch nach Wien. Sehr schön. Dann haben wir einen Schlüsselanhänger in Gold und Rot, Capital Bra. Und hier sehen wir einen Löwen, glaube ich, soll das darstellen. Alles Ganze in Goldoptik. Sehr schön gemacht. Sieht aus wie so ein Anhänger von einem Autoschlüssel. Kann man sich natürlich gut an den Schlüssel dran machen oder auch an irgendeinen Reißverschluss, wo auch immer. Dann haben wir ein Poster mit dabei. Das Poster ist beidseitig bedruckt. Und zwar haben wir hier einmal im Querformat Capital Bra mit Gucci-Hose und Gucci-Gürtel. Auch wieder hier vom Alex. Und auf der Rückseite haben wir natürlich das Cover des Albums. Also, hoppla, das war das Feuerzeug. Capital hier auf dem Mercedes CLS sitzend. Und im Hintergrund das Brandenburger Tor. Also beidseitig bedruckt im Querformat. Und als letzten Boxinhalt, als ja, mehr oder weniger Highlight der Box, haben wir dann noch eine Cap mit dabei. Und zwar haben wir hier, ich nehme das Papier raus, eine Capital Bra Cap mit Team Kuku Aufkleber, das ja nicht mehr ganz relevant oder nicht mehr ganz aktuell, sagen wir so. Capital Bra hat ja bekanntermaßen Team Kuku verlassen. Dann haben wir hier an der Seite Berlin lebt, so eine goldene Plakette hier mit eingenäht. Hier hinten haben wir dann einen goldenen Verschluss, um das Ganze entsprechend in der Größe zu regulieren. Erinnert von der ganzen Aufmachung und von der Gestaltung natürlich stark an diese regulären Gucci Caps. Und auch hier haben wir diese Musterung, allerdings natürlich nicht die 2 Gs von Gucci, sondern in dem Fall hier ein CB. Und das dürfte wohl für Capital Bra stehen.
Team Kuku ist ja auch noch dabei. Hier so ein Anhänger, also Etikett. Werde ich da natürlich noch rausschneiden. Hier drinnen auch schön verarbeitet, überall Berlin lebt zu lesen. Team Kuku. Und dann haben wir hier noch einen Zettel. Egozentrik, also die Wasch- und Pflegehinweise. Und das Ganze ist Made in China, 100% Baumwolle. Sehr schön. So, ja, das war's. Jede Menge Inhalt in dieser Box. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Kappe. Das Poster doppelseitig bedruckt im Querformat, beidseitig. Dann dieser Schlüsselanhänger in Gold und Rot. Die unterschriebene Autogrammkarte. Die DVD zur letzten Tour, zur Bliard-Tour. Dann die Bonus-EP, 5 Songs in einer Nacht. Die Instrumentals zum Album. Das Fake-Feuerzeug, das Bunker-Feuerzeug. Und natürlich das Album an sich im Super Jewel Case mit 15 Tracks. Echt eine hochwertige Box, jede Menge Inhalt, gefällt mir richtig gut. Das alles in dieser wunderbaren Box, Berlin lebt von Capital Bra. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Capital Bra unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.